Ja, danke für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Ich hoffe, man kann mich gut hören. So. Ich beginne jetzt den Vortrag Gott, die Kirche und der Regenbogen, Glaube und Homosexualität. Wir haben uns ein großes Thema vorgenommen und gehen mitten rein. Wir haben es ja gerade gehört, es gab einen aktuellen Auslöser dafür, das müssen wir nicht näher vertiefen. Es wäre falsch zu sagen, ach je, gibt es denn da noch irgendwo und was ist denn da und so. Ich glaube, wir müssen uns von Anfang an klar machen, dass es ja weltweite Auseinandersetzungen nach wie vor sind. So, also die anglikanische Weltgemeinschaft steht wirklich unter massiver Spannung. In England gab es jetzt die Entscheidung, der Church of England nicht Ehe für alle anzuerkennen oder gleichgeschlechtliche Paare zu trauen, sondern die Entscheidung lautete, das ist zwar Sünde, aber wenn Sie drum bitten, würden wir vielleicht ein Gebet sprechen. Das reicht, dass weltweit ein großer Aufruhr stattfindet und sehr viele konservative Kirchen, auch aus dem globalen Süden der anglikanischen Kirche und dem Primas Justin Welby, das Vertrauen aufkündigen. Oder die katholische Kirche, wir bekommen es ja immer wieder mal mit über die Medien. Die Laien wagen so viel wie nie Öffentlichkeit und treten hervor mit ihren Anliegen und bringen ein, was die meisten katholischen Gläubigen ja auch wirklich finden, dass gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden sollten. Nach allem, was man mitbekommt, wird es ein weiter Weg, weil weltweit ist das noch lange nicht die Mehrheit und im Vatikan offenbar auch nicht. Also es wird nach wie vor gerungen. Diese Auseinandersetzungen finden nach wie vor in den Kirchen statt. Jetzt könnte man sagen, ja, warum denn, nicht? Also warum ist das da so eine Verzögerung in den Kirchen? Man könnte doch einfach sagen, es ist jetzt über 100 Jahre diskutiert worden. Früher, ganz früher, war es so, gleichgeschlechtliche Haltungen galten als Unzucht, als schuldhaft, als schädlich für die Gesellschaft, so, und sie wurden bestraft. Und die Polizei kam und man wurde eingesperrt und das war zur Abschreckung angeblich nötig und das wurde sehr tabuisiert. Man hatte nicht mal Worte, um darüber zu reden. So, und damals, ja, da gab es noch keine Homosexualität, da ging es nicht um bestimmte Menschen, da hat man bestimmte Taten verdammt und das Ganze unter den Mantel des Schweigens gehüllt. So, in der Moderne wird mehr und mehr deutlich, es sind nicht bestimmte Taten, es geht um Menschen, es geht um Personen. Manche Menschen fühlen sich ganzheitlich, geistig, seelisch, auch körperlich, sexuell nur zu Menschen des eigenen Geschlechts hingezogen. Neueren Bio- und Humanwissenschaften erklären, das gehört zur natürlichen Varianz von Sexualität. Es ist biologisch basiert, es ist durch pränatale und frühkindliche Entwicklung mit dem ganzen Lebens Vollzug verwoben. So, da gibt es ein gewisses Spektrum, eine gewisse Fluidität, aber letztlich kann man das nicht will, nicht beeinflussen. Therapien sind aussichtslos, ja, schädlich. Gerecht ist, alle Menschen gilt gleiche Würde, gleiche Rechte. Darum setzt sich Gleichbehandlung mit heterosexuellen Menschen durch im Recht, in der Politik, in der Gesellschaft. Alles andere ist Diskriminierung. Da könnten die Kirchen doch auch hinkommen. So, und in der Tat, das finde ich, müssen wir von Anfang an sagen, das ganze Thema muss für die Christenheit und auch für die Kirchen schmerzhaft und peinlich sein. Man sollte über dieses Thema nie vom hohen Ross reden, als gelte es nun, irgendein paar Zurückgebliebene endlich zur Besserung aufzurufen. Die Kirchen haben sich hier versündigt. Sie haben lange die Augen verschlossen vor der Lebensrealität von Menschen. Und das, was heute aus sogenannten konservativen Ecken gesagt wird, all das war auch mal Gemeingut in den Kirchen. Das, was wir auf anderen Kontinenten heute hören, ist dort vom viktorianischen Zeitalter bis in die Gegenwart immer wieder vom Westen hin exportiert worden. Das heißt, wir müssen uns hier schon mit unserer eigenen Geschichte auch auseinandersetzen. So, und dass es heute überwiegend Pietisten und Evangelikale sind, die an dieser Stelle sagen, nein, wir gehen da nicht mit dieser Entwicklung der neuen Zeit,
sollte allen anderen in der Kirche zumindest sofern zu denken geben, sind ja Menschen, die sich auf die Bibel berufen. Die sagen, mir ist die Bibel ganz wesentlich, sie ist zentral für mein Leben. Wir alle in der Kirche sollten anerkennen, dass das wesentlich ist, dass es wertvoll ist, dass Kirche nicht funktionieren kann, ohne dieses immer wieder neue Hören auf Gottes Wort, ohne dieses Lesen in der Bibel. Darum möchte ich heute im Vortrag da meinen Schwerpunkt drauf legen, möchte schauen, wie sieht es heute aus in der konservativen, evangelikalen, pietistischen Christenheit. Ich möchte zunächst einen Überblick geben. Anders als man denkt oder als manche behaupten, ist es nämlich heute in der evangelikalen Welt, in Deutschland und auch weltweit, sehr strittig, wie man mit diesem Thema Homosexualität umgeht. Das möchte ich erstmal zeigen. Einen zweiten Schritt möchte ich dann die Auseinandersetzung um die Bibel vorstellen. Was sagen denn pietistische evangelikale Expertinnen heute? So, und dann möchte ich zeigen, wie sieht das aus Sicht der modernen Bibelwissenschaft? Möchte also schon auch diese Auseinandersetzung aufnehmen, den Streit um die Bibel. Ich finde es wichtig, dass das in der Kirche stattfindet und wir da nicht drüber weggehen. So, wie sieht's aus im heutigen konservativen evangelikalen Protestantismus? Divers. Es ist bunt. Das hier ist Aufteilung in verschiedene Parteien und Positionen, die man selbst in neuerer evangelikaler Literatur findet. Bei Pietisten, bei frommen, missionarischen Menschen gibt es, das ist auch vergröbert natürlich, aber mindestens diese vier Positionen. Es gibt immer mehr, die sagen, doch, volle Akzeptanz gleichgeschlechtlich liebender Menschen. Das ist für mich als Baptist, als Gemeinschaftsmensch, als freikirchlicher Gläubige wichtig. So, das gibt's zunehmend. Dann gibt es eine zweite Position, die sagt, also es gibt so etwas wie homosexuelle Identität, es gibt Schwulen und Lesben, aber von der Bibel her müssen wir daran festhalten, die sind dazu berufen, ein Leben lang ehelos zu leben. Die dürfen niemals Sexualität leben. Dritte Position sagt, Homosexualität, wie man heute so tut und so, das ist eine Entwicklungsstörung. Das ist behandelbar, das kann man heilen. Da gibt es reparative Positionen für. Und es gibt eine vierte Position, die sagt, schon sich als schwul oder lesbisch zu bezeichnen, ist eigentlich unbiblisch. Das gibt es gar nicht in der Bibel. So, es gibt sündhafte Versuchungen und Triebe und denen muss man tapfer im Glauben widerstehen. Das Spektrum möchte ich ein wenig vor Augen führen, ein bisschen auch den geschichtlichen Ablauf deutlich machen. Ich bin über 50. Ich habe schon viel gesehen. Ich habe 30 Jahre sehr, sehr intensiv innerevangelikale, freikirchliche, pietistische Debatten verfolgt. Als ich da so hineingerissen wurde, als junger evangelikaler Gläubiger, habe ich eigentlich immer nur eine Position vorgestellt bekommen. Und zwar diese Position, die reparative Sicht. Homosexualität muss kein Schicksal sein, heißt es hier. Da gibt es Analyse, da gibt es Therapie. Das kann man heilen. Das geht weg. So, und das haben damals alle durch die Bank vertreten, die Rang und Namen hatten. Man sieht hier, ein Buch betrifft Kirche und Homosexualität. Ich habe da noch viel mehr Zitate raus, aber nur ein paar. Ne? Da heißt es 1995, Mehrzahl der Fachleute sieht Homosexualität als psychosexuelle Verirrung. Ganze Reihe von Seelsorgern, Therapeuten berichten von einer großen Zahl von Heilungen. So, oder viele Belege für Änderung homosexuellen Empfindens in der psychologischen und im Erfahrungsschatz der christlichen Gemeinde. So, oder auf jeden Fall muss davon ausgegangen werden, dass homosexuelle Neigung durch ungesunde Leitbilder und Familienstrukturen in der Kinder- und Jugendzeit erworben wird. Homosexualität ist als Beziehungsstörung zu betrachten. Das war eine weit verbreitete Position. In der Gemeinschaftsbewegung zum Beispiel gab es dieses Papier, das wurde in Krishona erstellt. Ich weiß aber, das haben auch in Deutschland viele Gemeinschaftsverbände übernommen. Da hieß es 1998, vor 25 Jahren, Paulus bezeugt 1. Korinther 6,9 die Hoffnung auf Veränderung.
Paulus hat das an den Korinthern gesehen, ist deshalb davon überzeugt, dass durch das Geschenk der Sündenvergebung die Rechtfertigung durch Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes Veränderungen auch für Verhaltensweisen der Unzucht möglich ist. So sah man Homosexualität, man sagt, das ist Unzucht. Und das gibt's gar nicht als Teil menschlicher Identität. Das sind einfach unzüchtige Verhaltensweisen, die können wegtherapiert werden. So, es heißt auch, der Heilungsweg von der homosexuellen Fixierung hin zu einer gleichgeschlechtlichen ist in der Regel lang und beschwerlich, aber Heilung ist möglich. Es gab immer welche, die gesagt haben, ein Wunder, ein Gebet, ich bin frei gebetet worden, der Geist der Homosexualität wurde ausgetrieben, Halleluja, ich bin so. Aber das war in den 90er Jahren schon klar, das ist höchstens sehr selten. Meistens dauert es länger, aber man vertrat das so. Bund freier evangelischer Gemeinden, um Siegerland herum ja auch stark vertreten, 2004, hieß es in einem offiziellen Papier, es ist die seelsorgerliche Aufgabe der Gemeinde, Christen, die homosexuell empfinden, herauszufordern, ihre Identität in Übereinstimmung mit dem Evangelium verändern zu lassen. Wo homosexuell empfindende Menschen dazu bereit werden, wollen wir ihnen seelsorgerlich und therapeutisch helfen. Christen müssen sich nicht mit ihrer sexuellen Orientierung abfinden, sondern können erwarten, dass sie von Gott Hilfe und Heilung erfahren, auch durch die Tätigkeit von Fachleuten und Seelsorgern. Je nach Schwere der Identitätsstörung kann der Prozess von einer homosexuellen Orientierung zu einer überwiegend heterosexuellen Identität durchaus 3 bis 10 Jahre dauern. Ja, das Papier wurde jetzt vor ein paar Jahren ersetzt durch ein neues Papier, was aber bisschen so ähnlich ist, ehrlich gesagt, aber man hat schon gemerkt, oder auch nicht, aber das war damals vor weniger als 20 Jahren offizielle Position. Zu der muss man sagen, es gibt sie heute noch, sie wird vertreten. Dieser Autor, ich werde jetzt nichts davon vorlesen, weil es zu schlimm ist dafür, wurde damals überall empfohlen. Heute ist das eine Randerscheinung. Es gibt noch Menschen, die wirklich in höchst abfälliger und auch unverantwortlicher und falscher Weise Dinge behaupten über schwule und lesbische Menschen. Der große Teil der evangelikalen Bewegung, sofern es jetzt der Bereich derer ist, die da mitdenken und reden und leiten, sieht das heute nicht mehr so. Es gibt nach wie vor, ich höre es von Betroffenen immer wieder, Eltern oder Gemeinden, die dann sagen, ja, du musst dich heilen lassen, geh zu einer Therapie. Aber diese Therapieinfrastruktur ist weitgehend zusammengebrochen. Das ist auch ein internationales Phänomen. Weltweit wurden über 1 Million Menschen sicherlich mit solchen Therapien traktiert. Hunderttausende allein in den USA. Es gibt viele Berichte von Menschen, die da führend tätig waren. Alan Chambers hat die größte Organisation in den USA geleitet. Er selbst sagte, ich war schwul, aber ich bin verheiratet. Ich lebe mit einer Frau zusammen. Das kann jedem passieren. In diesem Buch beschreibt er hat sich lange was vorgemacht. Eigentlich blieb er immer schwul. Und er hat so viele Menschen kennengelernt nach seiner Erfahrung, hat sich bei 99% mindestens nichts verändert. Aber viele haben Traumatisierung behalten, sind auch daran zerbrochen, dass es bei ihnen nicht ging. Immer mit der Angst oder der Sorge, ja, vielleicht glaube ich nicht genug, wenn ich wirklich wollen würde, müsste es doch gehen. Inzwischen wird in vielen Ländern das Ganze auch gesetzlich mit einem Verbot belegt, Konversionstherapien. Deutschland war das 2019. Es gibt eine ausführliche Studie auch, die man auf der Seite des Gesundheitsministeriums herunterladen kann, wo es heißt, unzählige Studien zeigen, sexuelle Orientierung ist relativ stabil. Es gibt Menschen, wo es so etwas wie eine Fluidität oder Flexibilität gibt, jawohl, aber selten und meist eher moderat und in der Regel nicht mit bewussten Entscheidungen steuerbar. Also mag sein, dass es solche Dinge gab, die man als Heilung empfand, aber im Großen und Ganzen ist da nichts dran. Diese Einsicht hat sich weit durchgesetzt, auch unter Evangelikalen. Ich selbst habe das vor 15 Jahren, also ich war sicher, dass das alles nicht funktioniert, was man mir in den 90ern so gesagt hat. Ich habe damals unter Schmerzen mich da rausgewunden aus dieser Position, war auch erschrocken über mich selbst, dass ich das mal alles für bare Münze nahm, nicht nachgefragt habe und so. Habe damals eigentlich gedacht, vor 15 Jahren,
jetzt muss doch was anfangen. Also jetzt müssen doch Evangelikale erschrecken über sich und sagen, wir haben lange Dinge behauptet, die nicht stimmen. Und Wahrheit ist doch jetzt kein Pillepalle. Also können wir doch jetzt nicht einfach weitermachen. Die allermeisten Verantwortlichen und Leitenden haben aber weitergemacht. Es ging in unterschiedliche Richtungen. Wie gesagt, manche sind immer noch auf diesem Weg. Andere sagen, nee, also das mit der versprochenen Heilung war falsch. Es war echt ein Fehler. Es war eine Form des Wohlstandsevangeliums. Und wir müssen ganz treu zur Bibel zurück. In der Bibel gibt es gar keine Rede von Homosexualität. Wäre das wichtig, der Heilige Geist hätte es da reingeschrieben? Gar nicht. Es gibt sündhafte Begierden. Manche leiden unter der Neigung zu lügen. Andere angeben, wieder andere haben gehässige Gedanken oder lassen öfter mal was mitgeben oder sind geldgierig. Und andere haben eben die Neigung zu gleichgeschlechtlicher sexueller Fantasie. Es ist alles gleichermaßen Sünde. Man soll es nicht tun. So, man soll sich da nicht in irgendeine Identität reinsteigern. Man soll es nicht tun. Und wenn man Beziehung und Kinder haben möchte, heiraten einen Menschen vom anderen Geschlecht. Bedeutendste Erklärung dazu ist das Nashville Statement von vor wenigen Jahren. Da heißt es, Selbstverständnis von Mann und Frau entsprechend von Gottes heiligen Intention ist unbedingt festzuhalten. Wir verwerfen, dass es mit Gottes heiligen Intention in Schöpfung und Erlösung vereinbar sein soll, sich ein homosexuelles oder Transgender Selbstkonzept zu eigen zu machen. Also die sagen ganz klar, niemand hat hier in der Gemeinde zu sagen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch oder ich bin trans. Nein, du hast falsche Fantasien. Es kommt aus der Sünde. Widerstehe ihnen fest im Glauben. Dabei können wir dir helfen. Aber schon zu sagen, ich bin schwul, ist eigentlich falsch. So, in Deutschland kann man sagen, hat sich die Mehrheit anders entschieden. Die Mehrheit hat inzwischen folgende Position. Das sind mehrere Bücher, die das so vertreten. Wir sehen das hier in der Mitte. Das ist der vielleicht bekannteste, Wesley Hill. Er sagt, ich bin Christ. Ich bin auch schwul. Ja, das ist meine sexuelle Orientierung. Das zähle ich nicht zu meiner Identität. Das ist die Zugehörigkeit zu Christus. Aber ich bin auch schwul und ich lebe es nicht. So, ich möchte das nicht ausleben, weil ich glaube, dass das gegen den Willen Gottes wäre. So, diese Position spricht sich auch gegen reparative Therapien aus. Sie sagen, da ist Menschen bitter Unrecht geschehen. Das ist wirklich nicht gut. So, und die Gemeinden sollen auf keinen Fall hoffen, dass das irgendwie wegzumachen ist. Es ist real. Es ist Teil der gefallenen Welt. Es ist Teil einer Welt in Sünde, dass manche Menschen mit dieser Last zur Welt kommen. Der Wille Gottes steht dem entgegen. Heißt natürlich auch, solche Menschen in einer christlichen Gemeinde verdienen Respekt, sie verdienen Mitgefühl. Im Grunde muss die Gemeinde solchen Menschen das an Vertrautheit und Nähe und Familiarität und dichten Beziehung bieten, was diese Leute leider niemals in einer erotisch-romantischen Paarbeziehung finden dürfen. So, das ist ein Beispiel, nicht, wo er sagt, reparative Therapien, das ist schlimm, so es gibt's gar nicht und das niemals und so. Aber wir brauchen natürlich Halt, wir brauchen Hilfe und die Kirche muss da auf unserer Seite stehen. Ich habe bewusst das mal dargestellt, das ist vielen Menschen außerhalb der evangelikalen Welt gar nicht so klar. Innerhalb auch nicht. Gibt noch genug Evangelikale, die denken, wir sind uns doch alle einig. Darum finde ich es wichtig, ehrlich gesagt, dass man das weiß, auch diese Veränderung wahrnimmt. Weil grundsätzlich zu einer Zwischenbilanz, Ethik ist immer ja so aufgestellt, dass man fragt, was gilt und was ist der Fall? Anders geht's gar nicht. Man muss immer schauen, welche Situation liegt vor, was ist die Realität, so und welche Norm, welche Regel, welches Prinzip gilt in Anwendung auf diese Situation. So, wenn man zurückschaut, also allein die deutsche Debatte, muss man heute doch irgendwo sagen, die modern evangelikale Verurteilung von Homosexualität basierte jetzt nicht nur einfach auf der Bibel. Also man hat nicht einfach in die Bibel geschaut und Bibeltexte vorgelesen, sondern man hat auch ein Bild propagiert. Ein Bild, das man sich von diesen Menschen gemacht hat. Man hat sie beschrieben, man hat sie eingeordnet. Ja, und das unterschiedlich. Man hat teils gesagt, Homosexualität ist eine Störung.
ist eine Fehlentwicklung, das ist gar nicht beziehungsfähig, die leben alle nur mit Sex, 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 die können gar nicht treu oder verbindlich leben und dass das, wer sich richtig anstrengt, wer wirklich glaubt, kann das alles überwinden. Das war die absolute Standardpalette von Positionen, die man jahrzehntelang vertreten hat. Heute merken die meisten, das passt nicht. Man hat sich ein Bild von der Wirklichkeit der Betroffenen gemacht, das hochgradig verzerrt war. So etwas wie eine Aufarbeitung hat meines Erachtens leider noch nicht stattgefunden. Viele können hier sehr Trauriges erzählen. Ich möchte jetzt aber auf diesen Punkt kommen, warum machen die das? Warum machen evangelikale, pietistische, konservative sich so Bilder? Was ist denn, was ist mit ihrer Bibelauslegung? Ich habe hier mal, also wer auf Bücher steht, zwei, wo ich sagen würde, sind sehr repräsentativ und spiegeln heute wieder so was, sag mal, die seriösesten Menschen, die sich da bemühen um eine Bibelauslegung, was das ganz gut repräsentiert. Das linke Buch, Homosexualität von Goddard und Horrocks, ist eins, was von der Evangelischen Allianz in Großbritannien mehr oder weniger offiziell vertreten wird. Das zweite ist ein FEG-Pastor aus Deutschland. So, und ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Ich werde dieser Quelle hier folgen. Die kann man im Internet sich leicht ergoogeln. Armin Baum, Professor von der FTH, Freie Theologische Hochschule in Gießen. Das ist so aus einem Bekenntnisnetzwerk ein YouTube-Kanal, sexuelle Orientierung in der Antike und im Neuen Testament. Ich möchte einfach mal schauen, vor Augen führen, wie sieht denn die innerevangelikale Debatte oder Positionsbildung heute aus. So, er hat hier eine schöne Formel, das ist ja auch praktisch für uns. Ne? Wir haben so mal 45 Minuten hören, kann jeder machen, aber das ist so das Ergebnis. Er sagt, das Phänomen einer nicht wählbaren homosexuellen Orientierung war in der Antike weithin bekannt. So, auch wenn antike Erklärungen teilweise anders sind als heute. Es ist unwahrscheinlich, dass der antike Missionar Paulus nicht bemerkt hat, dass manche Zeitgenossen ungewollt und dauerhaft homosexuell oder bisexuell waren. Das häufig zu hörende Argument, die Aussagen des Neuen Testaments über Homosexualität seien heute nicht mehr anwendbar, da der Antike oder dem Paulus Wissen über sexuelle Orientierung fehlte, ist historisch nicht haltbar. So, während manche griechisch-römische Zeitgenossen eine homosexuelle Orientierung auf einen idealen Urzustand der Menschheit zurückführten, kann ihn Paulus die Bibel nur als Schöpfungsstörung gesehen haben. So sieht er das und sagt, das ist die Grundlage von allem. Also die Bibel lehnt Homosexualität ab. Sie lehnt auch ab, was es heute gibt. Die haben das auch gekannt. Die wussten darum. So, er sagt dann, die schwierige seelsorgerliche Frage, wie man homosexuell orientierten Menschen gerecht werden kann, ist selbstverständlich noch nicht beantwortet. Letzten Minuten lohnen, weil er wirklich einräumt, es ist schwierig, es ist nicht einfach im persönlichen Kontakt, weil man irgendwie beides muss, das Nein Gottes zum Leben dieser sexuellen Orientierung muss man bezeugen, aber Menschen, die sich nicht dran halten können oder wollen, man muss an der Liebe zu ihnen festhalten und mit ihnen in Beziehung in irgendeiner Weise bleiben und das sind ganz viele offene Fragen. So, er sieht es so, dass in der Bibel im Grunde ganz verschiedene Varianten homosexuellen Verhaltens benannt werden. Treue Beziehung, Untreue, Prostitution, Vergewaltigung, das alles subsumiert er hier unter homosexuell. Und immer aber bleibt das Nein Gottes das Vorzeichen. Die sind unterschiedlich schlimm, sagt er. Klar, Vergewaltigung ist tausendmal schlimmer als eine treue Beziehung, aber gleichgeschlechtlicher Sex ist insgesamt gegen den Willen Gottes. Das ist ein Vortrag von mir, auf YouTube kann man googeln. Das ist so ein bisschen über 2 Stunden, ne? Wer viel Zeit hat. Ich mache jetzt eine Ruckzuck-Kurzfassung dessen, wie ich es sehe, weil ich dieser Sicht ausdrücklich jetzt nochmal eigentlich den Konsens der modernen Bibelwissenschaften entgegenstellen möchte. So, wenn man sich die konservative Position heute anschaut, also auch die anderen Bücher versuchen das so zu zeigen, auch das Buch von Treichel, dass sie sagen, nein, die Bibel lehnt Homosexualität in jeder Variante ab, merkt man ja irgendwie was Komisches. Ne? Also Evangelikale berufen sich jetzt darauf, schon die biblischen Autoren hätten das Phänomen konstitutioneller Homosexualität gekannt.
Wir haben uns gerade noch mal vor Augen geführt, dass es die Evangelikalen sind, die lange Zeit vertreten haben. Es gibt keine sexuelle Orientierung. So, es gibt da kein Born This Way. Es ist ein Lifestyle. Es ist die Entscheidung für einen homosexuellen Lebensstil. So, es ist für die Evangelikalen eine neue Einsicht, dass es das wirklich gibt. Und jeder kann sich das anschauen. Idea, Spektrum, andere evangelikale Gemeinden. Jahre, Jahrzehnte lang wieder und wieder wurde behauptet, es gibt keine Homosexualität. Das war politischer Putsch in der Psychologie, in der Politik, im Recht. Das gibt's alles gar nicht. Das ist eine Wahl, das ist ein Lebensstil und so. Schon ein bisschen kurios, dass heutige evangelikale Bibelausleger sagen, Paulus hat das alles gewusst. In der Bibel ist das ganz klar, wo es Evangelikalen vor 10, 20, 30, 40 Jahren gar nicht klar war, obwohl sie dieselbe Bibel gelesen haben. Insgesamt finde ich diese Sicht gar nicht überzeugend. So allein diese Rede von Homosexualität finde ich hoch anachronistisch. Es ist der Konsens der Altertumswissenschaften und auch der Bibelwissenschaften, dass man im Grunde von Homosexualität nicht einfach reden kann für frühere Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Man kann von gleichgeschlechtlicher Sexualpraxis oder wie auch immer reden. Das Konzept ist ja ansatzweise im 19. Jahrhundert da. Wir haben doch alle in den letzten 50 Jahren viel gelernt, sozusagen. Wussten die auch, kannten die auch alles, ist doch eine Rückprojektion moderner Begriffe und moderner Wahrnehmung auf die damalige Zeit. Tatsächlich gibt es nach wie vor einen unüberwindbaren Graben zwischen der damaligen und der heutigen Wahrnehmung dieses ganzen Bereichs. So, das ganze Problem zeigt sich vor allem bei dieser Folie, die ich vorhin hatte, Homosexualität als Oberbegriff zu nehmen und dann zu sagen, ja, da gibt es treue Beziehungen, da gibt es Untreue, da gibt es auch Prostitution, da gibt es Vergewaltigung. Das ist im Grunde irreführend, wenn nicht diskriminierend. Es gibt keine homosexuellen Vergewaltigungen. Was ist das für eine Sprache? Vergewaltigung ist Gewalt und nicht homosexuell. Es gibt es genauso wenig wie katholischen Missbrauch oder so. Das ist eine falsche Logik, das so einordnen zu wollen. Tatsächlich ist das, was wir über die Welt der Bibel heute wissen können, doch noch mal anders. Ich möchte jetzt ganz kurz darstellen. Man sieht zur Rechten immer wieder mal Bücher, die man nachgehen kann, wenn man möchte. Das Erste, was in der Antike anders ist, ist die Überzeugung, es könnte uns alle treffen, so alle, nicht einige, alle Männer könnten von einem Jüngling erotisch angezogen werden. Und die Geschichte von Sodom, Genesis 19, die Geschichte aus dem Richterbuch, zeigt ja genau so etwas, dass alle Männer des Ortes sich auf einmal auf Männer stürzen und mit ihnen Sex haben wollen. So, und wenn das nicht geht, nehmen sie eine Frau. So, und das ist ja heute weit weg von unserer Vorstellungswelt. Wir müssen uns das für die alte Welt vor Augen führen. Die hat diese Kategorien gerade nicht so scharf benannt, nicht immer an bestimmte Menschen genannt, wenn es um gleichgeschlechtliche Sexualität ging. Die Kaiser der neutestamentlichen Zeit hatten quasi alle auch Sex mit anderen Männern, Jünglingen, Kindern. Auch so, und waren aber auch fast alle verheiratet, haben Kinder gekriegt. Diese Dinge standen oft nebeneinander. So, es ist ein universales, potenzielles Problem, vor dem diese biblischen Texte waren. So, die wichtigste und bedeutsamste Einsicht ist die biblische Zeit. Und das gilt für alle benachbarten Kulturen, römisch, griechisch, ägyptisch, alle mesopotamischen, babylonischen Quellen, argumentieren in ethischen Fragen nie mit dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer sexuellen Orientierung. Es gibt astrologische, mythologische, medizinische Texte, in denen in der Tat so etwas wie bestimmte Fixierung benannt werden. Die Entstehung des Konzepts Homosexualität im 19. Jahrhundert ist ja ausgegangen von platonischen Texten. Das fiel ja nicht einfach vom Himmel. Man hat sich ja berufen auf Symposium Platon. Das ist jetzt überhaupt nichts Neues. So, die neue Einsicht ist, man ist nie auf die Idee gekommen zu sagen, ja, das ist für unsere Ethik jetzt aber ein wichtiger Punkt. So, für die Ethik war Sexualverhalten immer eine Frage des sozialen Status. Und die Grundregel ist einfach, freie Männer können aktiven Sex haben mit Frauen, ihren eigenen und anderen, mit Sklaven, Prostituierten, Jünglingen,
männlich oder weiblich. Und das ist gut. Sie können aktiv Sex haben, heißt, sie können penetrieren. Und das ist gut und richtig. Nicht umgekehrt. So, das war immer klar. Es gibt aktive Seite der Sexualität von freien Männern. Es gibt die passive Seite der Sexualität von Frauen oder Männern, Jünglingen, Kindern, die in eine solche Rolle gebracht werden. Das finden wir zum Beispiel auch in der Bibel. Also 1. Korinther 6, 9, wenn hier von Erotes und Eromenos die Regel ist, kann man im Grunde in die Richtung denken. Es ist ein bisschen komplizierter. Das in 1. Korinther 6, 9, es passt nicht ganz der Sache nach, aber ist immer das die Logik, ein Geliebter und ein Liebhaber. Gibt so eine heilige Schar von Theben, da hört man manchmal, das waren Liebespaare, da sieht man doch, dass es da Partnerschaften gab in der Antike. Ja, die Quellen sagen immer dazu, es war ein Liebhaber und es war ein Geliebter. Es war also ein Erwachsener und ein Jüngling. So, und das war im Militärwesen verbreitet. Da gab es auch quasi Paare, wo das einvernehmlich und verbindlich gewesen ist. Was es gar nicht gibt in der ganzen jüdischen christlichen Literatur und die ist drauf durch drunter durchmessen worden, ist das Bewusstsein, dass so etwas wie sexuelle Orientierung, bestimmte Prägung da ist. William Loder hat 3000 Seiten Studien verfasst über sämtliche Literatur des Judentums und des frühen Christentums. Sein Ergebnis ist dies hier, ich nehme gleich die Übersetzung, es gibt kein Hinweis, dass irgendein jüdischer Autor wirklich angenommen hat, dass es Menschen mit einer natürlichen sexuellen Orientierung zu ihrem eigenen Geschlecht gibt. Wir haben vorhin die Folie gesehen von diesem Vortrag, wo es heißt, Paulus kam doch viel rum, der wird doch bestimmt sowas wahrgenommen haben. Also, das ist einfach sehr spekulativ. Das ist keine starke Basis, auf die ich irgendein ethisches Urteil bauen würde. Wir haben keine textliche Belege dafür. Und es war viel weniger gängig, überhaupt sich mit diesen astrologischen und medizinischen Dingen zu beschäftigen. Das spielte in den ethischen Texten der biblischen Zeit keine Rolle. So, man nahm das mit dem Status aber sehr, sehr ernst. Dieses Gefälle. So, und da kann ein erwachsener Mann ständig einen Sklaven oder einen Jüngling oder eine käufliche Person nehmen, immer mit dieser Zuordnung, Liebender und Geliebter. Plutarch ist der beste Zeuge dieser Zeit. Erstes Jahrhundert haben wir sehr, sehr viel von ihm. So, und er beschreibt, was im Grunde damals der Standard war. Wir setzen Männer, die bei der passiven Rolle Genuss empfinden, auf die unterste Stufe menschlicher Verderbtheit und lassen ihnen kein noch so kleines Maß an Vertrauen, Respekt und Freundschaft zukommen. Sehr interessant. Wir sehen also, man hat das irgendwie gewusst, das scheint zu geben. Das fand man total schlimm. Das fand man wirklich schlimm, weil dadurch ja ein Mann in die Rolle einer Frau gekommen wäre. Ja, und es gab ein ganz starkes Gefälle von Mann oben, Frau unten und der Rollentausch. Das war das Schlimme, das war eben das Schändliche. Das, was man in keiner Weise akzeptieren konnte. Also hier wirklich nochmal zusammengefasst für die gesamte Quellenlage, die wir haben, ein ebenbürtiges, wechselseitiges, nicht hierarchisches Partnerverhältnis von gleichgeschlechtlich Liebenden finden wir in antiken Quellen so nicht bezeugt. Kann man ja widerlegen, nicht? Also gibt's einen Beleg für ein namentlich bekanntes Männerpaar oder Frauenpaar, die ein Leben lang ebenbürtig und exklusiv zusammengelebt haben? Dass die jahrelang teilweise zusammen haben, ist ja völlig unbestritten. Da gibt es viele Belege für. Und ja, manchmal auch ganz lange Freundschaften, aber natürlich hat man geheiratet. Natürlich hat man Kinder gekriegt, so wie das ging. Es gibt in der Antike auch nichts, was an ein heutiges Coming-out erinnern würde. Wir finden da keine antiken Vorbilder. Es gibt keinen Fall der vormodernen Kirchengeschichte, wo Menschen wegen einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft aus der Kirche ausgeschlossen wurden. Darum ist es heute Konsens der Bibelwissenschaften, dass die Bibel überhaupt nicht gebraucht werden kann als Regelbuch, dem man die Anweisung entnehmen kann, gleichgeschlechtlicher Sex ist gegen den Willen Gottes. Das wird reingetragen in der Bibel, das steht da nicht. Die Stellen, die wir haben, benennen bestimmte Formen von dem, was jetzt im damaligen Denkhorizont der Autoren
Ehebruch war. Das ist bei Römer 1 ganz klar. Die Logik ist, die Heiden, über die ist hier die Rede, die haben Gott mit den Götzen vertauscht. So, und jetzt war es im ganzen Alten Testament, in der ganzen jüdisch-christlichen Kultur üblich zu sagen, und wer Gott nicht treu ist, wer quasi geistlich Ehebruch betreibt mit anderen Götzen, so da gibt es ein Gefälle, die Menschen sind oft dann auch dem eigenen Ehepartner, der Partnerin nicht treu. So geistlicher Ehebruch führt zu sexuellem Ehebruch. Und was Paulus Römer 1 macht, er nimmt das, was ihm besonders krass auffiel in der römischen Oberschicht. Die betrügen ihre Frauen nicht nur mit einer anderen Frau, sondern mit einem Mann. So, und das fand er besonders schändlich. Und Einsatz möglicherweise auf Frauen bezogen. Auch hier, es ist besonders krasser Ehebruch. Dabei steht immer sexuelles Begehren und nie partnerschaftliches Leben im Vordergrund. Hier sehen wir Römer 1 mal ganz kurz. Ich habe es dick gemacht. Nicht? Also es geht um Leidenschaften, es geht um Begierde, es geht um Entbranntsein. So, und es geht um Schändlich und Schande. Es geht nicht um gelebte Beziehungen, sondern es geht um Sex, der punktuell ist, der leidenschaftlich ist, ja, und eben Schande in diesem antiken Sinne, in diesem römischen Sinne, Männer mit Männer. Das heißt, da gerät einer in die Position einer Frau. Das ist das Unterste der Verderbnis. Darum kommt es hier als Beispiel. Wir sehen, es ist ein Beispiel für Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht und so weiter, die ganze Liste. So, und das ist ein Beispiel für Ehebruch in besonders krasser Variante. So, und wie gesagt, nicht nur Vergewaltigung, nicht nur Prostitution. Manche Beziehungen zwischen einem Erwachsenen, einem Jüngling konnten jahrelang dauern, manchmal bis Ende der 20er Jahre, bis die selbst in den Grenzbereich kommen, dass sie selbst heiraten. So manchmal auch ein Leben lang, total selten heißt es, das aber, naja, dann im Sinne einer Freundschaft. So Plutarch, unsere Top-Quelle, beschreibt es hier so, du weißt von der Knabenliebe, dass man sie wegen ihrer Unbeständigkeit oft schmäht und verspottet. Von den Liebhabern sagt man, dass sie nach Art der Nomaden ihren Frühlingsaufenthalt bei den Jungen haben, wenn sie in voller Blüte stehen, um dann ihr Lager wieder abzubrechen, wie in feindlichen Lande. Das ist die Normalität. So, und wenige Ausnahmen, da wird es in eine Freundschaft transformiert, aber natürlich als Mann muss man heiraten. Gerade augusteisches Zeitalter, Ehepflicht. So, aus jüdisch-christlicher Sicht immer Ehebruch. Liebe zu einer Frau lässt sich sogar vom Greisenalter nicht beirren. Sie hört nicht einmal unter grauen Haaren und Runzeln auf zu blühen. Plutarch ist eigentlich Fan der Mann-Frau-Ehe, auch wenn er das andere sagt, ja, gibt's auch, kennen wir, schöne Sache in der Jugend oder so, aber eigentlich nichts auf Dauer. So, was wir also heute haben, und es ist Konsens außerhalb evangelikaler Kreise, es gibt eine Paradigmendifferenz, wie es in der Antike gesehen wird und heute, der Gesamtrahmen ist anders. So, und das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. So, wir hören auch in der Christentumsgeschichte nichts von Menschen, die zölibatär leben wollen, weil sie gleichgeschlechtlich empfinden. All das gibt's gar nicht. Wenn Menschen reden von einer traditionellen historischen Position der Kirchen, erfinden sie die. Die Positionen, die heute konservativ heißen, sind alle im 20. Jahrhundert erfunden worden. Man kann auch es jetzt nicht so drehen und sagen, ja, aber nirgendwo in der Bibel gibt es positive Aussagen zu gleichgeschlechtlicher Sexualität. Das ist kein starkes Argument. Ne? Es gibt in der Bibel auch keine positiven Aussagen über die Kindertaufe, über weibliche Bischöfe, über Alkoholismus als Krankheit, konfessionell getrennte Kirchenbünde, öffentliche Zungenrede, die keiner versteht, das Weihnachtsfest, wieder heiraten, man richtig kreativ werden und so. Also solche Silenzio-Argumente tragen gar nichts aus. Man muss schon positiv sagen, was man vertritt und warum. Es gibt immer mehr Evangelikale, die das so sehen. Es gibt auch sehr viele, die sagen, du, ich sehe das auch so, aber heimlich, da wo ich bin, geht's leider noch nicht, tut mir leid. Auch Menschen mit Verantwortung, das ist gerade die Situation. Ich möchte zum Abschluss positiv sagen, warum gibt es immer mehr Menschen, nicht nur in den Kirchen, sondern hierzulande auch Pietisten und Evangelikale, die ihre Sicht ändern. Heißt das, die folgen dem Zeitgeist und legen die Bibel beiseite? Nein, sie bilden sich
eine Beurteilung aufgrund der ganzen Bibel. So oft, das geht vielen so, gehen sie vom Grundsatz aus, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Sie fragen, was war die Frucht der sogenannten konservativen Position, wozu hat sie geführt, dass man gleichgeschlechtlich Liebende verurteilt hat? Dahin, dass diese Menschen verfolgt, teils getötet wurden, oft ausgegrenzt, abgewiesen, immer irgendwie markiert mit einem Stigma versehen. So, und das ist nun doch ein Zusammenhang, auch wenn Menschen sagen, ich verurteile ja gar nicht, ich sage ja nur, Gott hält es für Sünde. Ich kann die Sünder lieben, die Sünde hasse ich. Das ist eine Unterscheidung, die nicht funktioniert. Das sind Formen der Diskriminierung, wo man von der Ungleichheit von Menschen ausgeht und sie damit in eine prekäre Situation bringt. Ihre wirkliche Lebenssituation wird damit verzeichnet und verdreht. Die Entwicklung heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis hat man jahrzehntelang ignoriert. Das, was man an diesen Menschen ausprobiert hat, war häufig schädlich und gefährlich. Und eine echte Anerkennung dieser Geschichte hat noch nicht begonnen. Es ist für viele ein Punkt zu sagen, ich weiß noch nicht, was ich denke, aber das kann ich nicht mehr denken. Das geht gar nicht so. War bei mir übrigens zum Beispiel so. So, ein wichtiger Punkt dann weiterzugehen ist, zu sagen, also Urgeschichte wird oft darauf verwiesen, es steht in der Urgeschichte doch auch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. So, das gilt wirklich für alle. Das menschliche Angelegtsein auf Partnerschaft wird durch gleichgeschlechtliche Orientierung nicht außer Kraft gesetzt. Kann man nachfragen, ist wirklich der Fall. Zu sagen, lebenslange Ehelosigkeit ist wahrscheinlich Gottes Gebot. Was heißt wahrscheinlich, wo steht es geschrieben? Das ist eine ernste Sache, Menschen das aufzuerlegen. Lebenslanger Verzicht auf Ehe gibt es im Neuen Testament nur als Gabe um des Himmelreiches willen, weil man seine Gabe einsetzen will, weil man für Gott freiwillig loslässt, aufgezwungen, gibt es das nirgendwo. So, dritter Gesichtspunkt. Liebe ist im Neuen Testament zentraler Maßstab des Handelns. Man kann es ja in Römer 1 mal probieren. Wir hatten vorhin die lange Liste. Morden, Lügen, Bestehlen, Trügen, Angeben, hoffärtig sein, geizig und so weiter. Einfach mal den Liebestest anlegen. Ich behaupte, alles, was in Römer 1 unten genannt wird, widerspricht der Liebe. Alle genannten Phänomene in den Lasterkatalogen Römer 1, 1. Korinther 6, 1. Timotheus 1, bei allen kann man zeigen, ja, Lügen, Heucheln, Morden, Stehlen, das ist nicht von Liebe bestimmt, steht dem Wesen der Liebe, Gutes tun, kein Leid zufügen, entgegen. Wie kann das auf Homosexualität passen? Es passt, wenn wir diese verstehen als Untreue, als krasse Form von Ehebruch, wo Menschen sich über ihre Familie hinaus alles Mögliche gönnen, wie es in der römischen Oberschicht war. Auf einmal macht dieser Text insgesamt Sinn, wenn er gleichgeschlechtliche Menschen nebenbei am Beispiel der Heiden im Rom verurteilen soll. Es ist ein sehr, sehr komischer Text. Nun, umgekehrt muss man dann natürlich lieber auch auf sich selbst anwenden. Hat das Verhalten christlicher Menschen gegenüber gleichgeschlechtlichen Liebenden nach Liebe ausgesehen? Die Betroffenen haben die Liebe nicht gespürt. Sie haben nur den Slogan gehört, ja, ich hasse ja nur die Sünde, die Sünder liebe ich, ja. Die Liebe haben die allermeisten nie gespürt. So, und zuletzt ist es eine Frage der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Schlüsselwert der Bibel, hunderte, tausend Male kommt er vor. So, Gerechtigkeit, Gleiches gleich behandeln, Ungleiches ungleich oder eben in vergleichbaren Situationen ähnlich oder vergleichbar umgehen. Wer heterosexuelle Paare gegensätzlich behandeln will wie homosexuell empfindende Menschen, muss es begründen können, inwiefern das gerecht sein soll. Biblische Gerechtigkeitsidee ist zum einen am Gleichheitsgrundsatz orientiert, zum anderen im Grunde noch extremer. Biblische Gerechtigkeit führt immer zur Inklusion der Ausgeschlossenen und in die Zuwendung zu den Ausgegrenzten. Das Gegenteil war in der Christentumsgeschichte der Fall.
denke, es müsste doch unstrittig sein, dass wir alle Kirchen und Verbände, eine lange gemeinsame Schuldgeschichte hinter uns haben. Und das, was Evangelikale, Konservative, auch im globalen Süden heute vertreten wird, entspricht dem, was in den Kirchen vor 100, vor 50, teilweise vor 20 Jahren noch vertreten wurde. Das heißt aber auch, es kann eine gemeinsame Lerngeschichte werden. Ich möchte schließen mit hier der Kirche von Hessen-Nassau. Ich finde, die hat hier ein gutes Wort am Wochenende gemacht. Und das ist für uns, glaube ich, auch eine Herausforderung nach wie vor. Ich glaube, wir sind als Kirchen mit dem Thema noch nicht fertig. Lesben, Schwule, Trans und Intersexuelle haben in Gemeinden und Einrichtungen der EKN Diskriminierung erfahren. Dem haben wir als Kirche nicht gewehrt. Wir haben die Würde von gottgeliebten Geschöpfen verletzt in Erklärung und Verlautbarung, welche sich einseitig auf ein nur binäres, heteronormatives und letztlich patriarchalisches Familienbildmodell bezogen. Möchte kurz unterstreichen, also eigentlich sollten wir diesen Abend ja über Trans reden, über transidente Menschen. Das ist die aktuelle Diskussion in der Öffentlichkeit. Ich möchte doch sagen, Kirche war mir viel zu leise. Evangelische Frauen haben sich geäußert, da gibt es eine gute Erklärung. Ich fürchte, wir haben noch nicht genug gelernt, dass man ab und an auch mal die Stimme erheben muss für Menschen, die öffentlich in die Enge getrieben werden oder unter Druck stehen. Aber es ist gut, dass das hier auch genannt wird und dass hier Worte der Reue gefunden werden. Wir bitten alle, denen wir Unrecht getan haben, um Vergebung. Und wir danken allen Menschen, die mitgewirkt haben, dass wir Schritte zur Anerkennung queerer Menschen gehen konnten. Damit möchte ich schließen, auch als persönliches Bekenntnis, aber auch als Anregung, in diese Richtung weiterzugehen. Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dietz, für den sehr spannenden und tollen Vortrag. Ich würde sagen, der Chat ist jetzt offen für Nachfragen, inhaltliche Nachfragen, Interessensfragen, alles, was kommt. Und ich gebe das dann an Herrn Dietz weiter. Ja, vielleicht auch noch kurz der Hinweis. Es gibt auch im Chat ganz interessante Dinge. Die Gleichstellungsstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen ist scheinbar auch mit dabei. Herzlich willkommen. Und da hat die Kollegin schöne Sachen in den Chat gestellt, die man sich auch näher anschauen kann. Ja, wenn sonst noch keine Frage ist, dann habe ich direkt eine Frage. Herr Dietz, Sie haben sich ja auch sehr intensiv mit der evangelikalen Welt auseinandergesetzt, auch generell in Ihrem Buch Menschen mit Mission zum Beispiel. Und ich finde es total spannend zu beobachten, auch in den sozialen Medien, dass dieses Thema Homosexualität ein Thema ist, was irgendwie scheinbar, vielleicht ist es auch nur eine gewisse Perspektive, die ich darauf habe, scheinbar eine ganz zentrale Stellung auch in den Diskursen einnimmt. Und ich frage mich so ein bisschen, woher das kommt, dass gerade dieses Thema so zentral diskutiert, wo es doch so viele andere spannende und auch wichtige theologische Themen gäbe, wozu die evangelikale Welt was zu sagen hätte. Haben Sie da irgendeine Theorie, das ist wahrscheinlich dann ja auch nur gemutmaßt, aber haben Sie eine Theorie, warum sich die evangelikale Welt da so dran festbeißt an dieser Thematik und warum es ihr so schwerfällt, auch mit Blick auf das biblische Zeugnis da ja anders zu argumentieren? Ach, das ist eine komplexe Frage. Also ich habe ja ein paar Dinge zusammengetragen. Es ist, ist das eine, was man dazu sehen muss. Sexualethik spielt in diesen Kreisen grundsätzlich eine große Rolle. So, und für alle Evangelikale gibt es immer so im Hintergrund und manchmal sehr explizit die Forderung, kein Sex vor der Ehe. Das heißt, für alle, die in solchen Freikirchenkreisen leben, teilweise immer weniger heutzutage, aber traditionell in allen, in USA, in allen, die irgendwie konservativ sind, kein Sex vor Ehe, das ist eine gewisse Anstrengung. Das ist eine gewisse Disziplin, da opfert man so. Und die Idee, da gibt es jetzt manche, die können ja nicht mal schwanger werden, die können einfach irgendwie Sex haben, man merkt es nicht mal, die müssen nicht mal, also es rührt auch an die eigene Sexualmoral und da man von sich sehr viel verlangt.
ist die Hemmschwelle niedrig, von anderen extrem viel zu verlangen. Hinzu kommt auch, irgendwann wird so etwas zum Identity Marker. Es wird eine symbolische Aufladung an dieser Stelle, den Gegensatz von treu und treu, von drinnen und draußen festzumachen. Sowas kann ganz beliebig sein. Das kann manchmal die Aussprache von Wörtern sein wie Schibboleth oder Sibboleth, wie wir es in der Bibel kennen. Also dann kann man es nicht verstehen. Man kann nur feststellen, es wurde symbolisch aufgeladen und zum Identitätsmerkmal. Es verstehen zu wollen, heißt ja schon misszuverstehen, dass es irgendwie so eine Dynamik ist, dass das auf einmal sich so durchsetzt. Aber das große Gewicht sexualethischer Fragen muss man, glaube ich, hinzuziehen. Und es ist die generelle Skepsis gegenüber der liberalen Moderne und ihrer Kultur der Selbstbestimmung und der Autonomie. Das wird ja auch sonst abgelehnt im Blick auf Frauenrechte, Gleichberechtigung bei den ganz Konservativen. So, und dann ist es ein Komplex, der von Frauenrechten über Frage von sexueller Selbstbestimmung reicht. Und da ist jedes Thema potenziell sehr heiß. Aktuell in den USA Trans. Transfrage. Das hypen die wie wahnsinnig mit unfassbarer Wut. Gott sei Dank ist es hier noch lange nicht so schlimm wie da. Ja, spannend. Vielen Dank. Und damit ist es ja auch deine Reaktion auf den Zeitgeist und hat damit dann auch was zu tun. Ja. Heike, hast du schon was rausgesucht? Ja, es gibt noch eine interessante Frage. Und zwar, warum das für Paulus so ein großes Problem ist, wenn ein Mann in die passive Rolle der Frau geht, wenn doch eigentlich die Frau im Neuen Testament eher eine Wertschätzung, ein Upgrade an Wertschätzung erfährt. Ja, also da muss man sagen, für Paulus ist das gar kein Ding. Es ist völlig unverständlich, wie das gehypt wird, was da steht. Also es sind ja den alten Paulusbriefen diese zwei Sachen, ne? Im Römerbrief und 1. Korinther. 1. Korinther reden wir von zwei Worten. Zwei Worten, die bei 1. Timotheus nochmal kommen, die ganz schwer auszulegen sind. Es ist eine Liste von Lastern, die völlig gängig ist und wo Paulus einfach runterschreibt, alles Böse, was ihm einfällt. Im Römerbrief ist es etwas, wo er gar nicht lehren will, das und das ist jetzt hier für uns alle wichtig zu beachten, sondern er geht aus von einem jüdischen Common Sense. Das ist die Logik im Römerbrief, dass er sagt, so, wir Juden, wir verachten doch die Römer, wir verachten sie als Götzendiener und wir verachten sie wegen ihrer sexuellen Verwahrlosung und wir verachten sie für all diese Missstände. Und dann wendet er das Blatt und sagt, und wir aus den Juden, wir verurteilen, aber wir sündigen auch. So, und er will hin, wir alle sind Sünder. Und er nimmt ausdrücklich ein Beispiel, bei dem er sicher sein kann, das sehen jetzt alle jüdischen und jüdisch-christlichen Leser ganz genauso wie er. Und den will er auch nahebringen, dass wir Sünder sind. Er lehrt da gar nichts. Also das ganze Thema ist rein illustrativ zur Veranschaulichung. Es ist ein totaler Nebenakzent, dass diese Ausführung von Römer 1 so also als wesentliche Botschaft des Paulus gehypt werden, ist völlig unbegreiflich. Es ist ganz falsch. Es ist überhaupt keine seriöse Auslegung. Es ist also fürs Neue Testament ein komplett drittrangiges Thema. Man kann nur durch heutige Auseinandersetzung verstehen, warum es so gehypt wird. Das mit den Frauen, da muss man sagen, es gibt im Neuen Testament starke Impulse, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau anzunehmen. Die gibt's. Christus weder Mann noch Frau. Jetzt ist es nicht ganz so schön, wie man hofft. Also es gibt auch im Neuen Testament ein Festhalten an einer patriarchalen Ethik und Logik, wo der Mann das Haupt der Frau ist und die Frauen den Männern gehorsam schulden und ihn als Herr bezeichnen. Also 1. Petrus 3 zum Beispiel mal. Also schon auch noch stark da. Neues Testament hat hier progressive Ausreißer und zeittypische Beschreibung der Geschlechterrollen. Und dann übernimmt man so etwas wie Ausdruck Schande oder so, wie selbstverständlich noch mit. Ja, danke. Ja, gibt es eine Frage im Chat, die vielleicht Sie nicht unbedingt, ja, ich weiß nicht, ob das beantwortbar ist. Hier wird mich gefragt, warum es im Siegerland kein Angebot für queere Menschen gibt. Dafür sind Sie ja nicht verantwortlich. Aber ja, vielleicht hängt das ja auch ein bisschen mit der Prägung des Siegerlands zusammen. Ich weiß es nicht. Genau. Ja, vielleicht kann ich da mal kurz was sagen. Genau, du vielleicht, genau.
Ja, also ich wollte es eigentlich gleich zum Schluss sagen, aber vielleicht passt es jetzt auch. Also diese Veranstaltung hier ist sowas wie ein Auftakt für uns. Also da gibt es schon auch Pläne, dass wir auch diesem Thema Trans und Queer so als Querschnittsthema, dass wir uns dem näher widmen. Und wir haben schon eine Zusage von Andreas Krebs, einem Theologen aus Bonn. Der hat gerade ein sehr schönes kleines Büchlein herausgebracht, Gott queer denken. Also der wird auf jeden Fall auch kommen und ja, vielleicht ergibt sich dann was und da haben wir auch schon Kontakte aufgenommen zur queeren Community, die es auch hier im Siegerland gibt. Ja. Ich habe hier noch eine schöne Frage und die dreht sich so ein bisschen darum, wie man mit konservativen Positionen in Kontakt treten kann, beziehungsweise mit diesen konservativen Positionen diskutieren kann. Da fragt ein Teilnehmer, ob sie Tipps haben, dass so ein Gespräch nicht eskaliert und dass man eine gute sachliche Diskussion führen kann. Also es kommt ganz drauf an. Es gibt Menschen, die wollen Spaltung, sie wollen Trennung, sie wollen den tiefen Graben so sichtbar wie möglich machen. Meine Lebenserfahrung ist, das bringt nicht viel. Übers Wetter reden oder über die Bundesliga oder wie auch immer. Also wenn etwas nur auf Eskalation zielen vorstellbar ist, ist es nicht gut. So, dann gibt es aber wirklich auch verunsicherte Menschen oder ratlose Menschen, auch Menschen, denen man erzählt hat, die in der Kirche, die schmeißen ihre Bibel alle in eine Ecke, denen ist das alles völlig egal, die wollen einfach nur ihren Lüsten folgen und so. Also da kann man auch vieles zu sagen und wirklich sagen, nein, so schlimm sind wir gar nicht. Wir finden die Bibel auch wirklich interessant. Wir leben auch nicht irgendwie Halligalli, wünsch dir was oder so, sondern wir sind verantwortliche Menschen und denen Werte wirklich wichtig ist. Und es gibt längst auch in pietistisch-evangelikalen Kreisen nachdenkliche Menschen, offene Menschen, differenzierte Menschen. Man sollte auf keinen Fall in so ein Feindbild geraten. Evangelikal gleich böse, gefährlich, verstockt, unbelehrbar. Das stimmt gar nicht. Es gibt ganz viele wunderbare Menschen. Man kann viel auch von ihnen lernen in vielen Bereichen. Und dann gibt es ein Spektrum, leider bis in unerträglichen Bereich hinein, aber auch viele, viele gute Gesprächskanäle, die man nutzen sollte, wo man kann. Und sich persönlich gegenüber sein und auch menschlich ein bisschen Verständnis aufbauen, kann dabei nur helfen. Nur mit so einem Thema, gar übers Internet, das eskaliert leider oft. Ja, es gab jetzt hier schon zweimal eine Frage nach einer konkreten Bibelstelle, die auch häufig zitiert wird. 3. Mose 18, Vers 22. Ich zitiere nach Luther. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Ja. Was sagst du der Bibelleserin, dem Bibelleser Ja, dazu? dazu muss man sagen, das richtig zu übersetzen, das ist ein Akt. Also ich fange da gar nicht an. Kann man viel zu sagen, viel zu hören. Luther-Übersetzung ist nicht schlecht. Luther-Übersetzung ist okay. Was uns auffällt, also es ist ja da nicht die Rede von, dass also du sollst nicht mit Männern Sex haben oder Geschlechtsverkehr haben, so, sondern es wird ja diese Logik gemacht, nicht wie bei einem Mann, wie bei einer Frau. So, das heißt, hier wird im Grunde vorausgesetzt, so, du sollst nicht, ja, und jetzt kann man es in zwei Richtungen drehen. Das eine ist, du sollst einen Mann nicht zur Frau machen. Das ist die Logik dabei und das ist wieder dieses Statusgefälle, was da mit drin ist. So, und es ist auch diese Logik, kein Ehebruch. Nicht mit der Schwägerin, nicht mit der Schwester, nicht mit der Schwiegermutter, nicht mit einem Tier, auch nicht mit einem Mann, mit keinem. Mit keinem. Du sollst deiner Frau treu bleiben. Diese Texte insgesamt, ja, aber haben einen Zusammenhang, der gar nicht mit unserer Welt verbunden ist. Ist ja auch ganz androzentrisch. Der Mann wird angesprochen, die Frau gar nicht. Über 1000 Seiten des Alten Testament kein Wort zu weiblich-weiblicher Liebe oder Erotik. Kommt gar nicht vor, spielt keine Rolle. Das ist sehr, sehr von Männern her gedacht und meint nicht das, was wir heute kennen. Hier ist noch eine Frage zu dem Argument, was Sie eben auch gebracht haben, das Liebesargument. Also ich höre das oft in evangelikalen Kreisen, dass gesagt wird, Liebe bedeutet auch den anderen auf seine Sünde hinzuweisen. Oder hier im Chat wird formuliert,
dass dann gängige Formulierung ist, ich liebe den Menschen, aber nicht die Sünde, so macht das Gott ja auch und ne, so muss ich das dann auch machen. Und der Fragesteller fragt, wie kann man denn da argumentieren? Weil im Prinzip macht der andere sich ja unangreifbar, indem er sagt, ich mache das wie Gott. Ja. Ja, und das ist ein wichtiges Beispiel, das müsste man jetzt wirklich nochmal ausführen. Diese Unterscheidung, ich liebe den Menschen, aber nicht die Sünde, ist falsch. Es gibt reformatorisch, auch biblisch, die Unterscheidung zwischen Person und Tat. So, und jeder, der im Gefängnis Menschen besucht, wird hoffentlich den Menschen da mit Respekt, mit Liebe, mit Verständnis begegnen, aber nicht darüber diskutieren, dass Einbrechen, Foltern, Vergewaltigen extrem böse ist, schlecht und wie auch immer. So, und da macht Sinn zu sagen, ich identifiziere dich nicht mit deiner Tat. Du hast es getan, es ist falsch, du bist mehr als diese Tat. So, und genau das kann man ja auf andere Bereiche nicht übertragen. Man kann ja nicht People of Color sagen, ich liebe dich zwar, aber deine schwarze Haut oder so deine ganze Kultur oder deine Rasse, das ist mir ein Gräuel. So, man kann nicht sagen, ich liebe dich als Person, aber dass du jüdisch bist, das finde ich schlecht, das finde ich minderwertig. Es geht überhaupt nicht, weil das sind Teile der Identität dieser Menschen. So, und das ist ja doch eine Entdeckung, die man seit 200 Jahren macht. Man kann sexuelle Orientierung nicht betrachten wie eine Handlung. Es geht nicht darum, dass das die Identität der Menschen ist, aber es ist ein Teil ihrer Identität. So wie christlich, Schalke-Fan, Familienmensch, Sportler und in Fragen der Sexualität eben nur gleichgeschlechtlich oder auch bi oder auch vielleicht fluide oder a oder poly oder was wir alles heute haben. So, und manches davon ist so tief Teil der Persönlichkeit, dass es die Menschen verfehlt, wenn wir so tun, als wäre es eine Tat, die wir von Personsein abtrennen können. Das, was man hasst, trifft dann den Menschen. Die Menschen fühlen sich getroffen und sie sind getroffen, weil diese Unterscheidung logisch unmöglich ist. Sie wird viel zu oft gebracht und sie ist wirklich ganz unsäglich. Also müsste man jedem sagen, es ist falsch und es beleidigt mich und es tut mir weh und du kränkst mich und du handelst nicht nach der Liebe und du hörst auch nicht zu. Du hörst nicht zu, wie sehr es mich verletzt und wie sehr es unwahr ist, weil es der Realität meines Lebens nicht gerecht wird. Dazu passt vielleicht auch ein Hinweis aus dem Chat, der sagt, es sind die Einzelschicksale, die bewegen. Da gibt es einen Buchtipp zum Nicht mehr Schweigen von Timo Platte. Also ich glaube, das ist auch das große Problem, dass man den Betroffenen nicht zuhört, sondern über sie hinweg richtet. Ja. Und das wäre vielleicht ein Anfangspunkt, erstmal zuzuhören, wie es den Betroffenen damit geht und wie sie das erfahren. Ja. Das ist ein sehr gutes Buch von Timo Platte, empfehle ich sehr, sehr wichtig. Es gibt das Problem, dass manche sehr Konservative nicht bereit sind, mit den Menschen zu reden oder zuzuhören, dass sie dem wirklich ausweichen. Es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass Menschen aus derselben Bubble auch mal sagen, hör mir wenigstens zu. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe mir die Lebensgeschichten angehört. Das passt nicht so, was du denkst. Es passt einfach wirklich nicht. So, und ja, natürlich als Kirche, als Gemeinde und da sind wir Gott sei Dank ja schon, dass queere Menschen mitten unter uns sind und sie haben Stimme und wir sollten immer wieder aber auch auf diese Stimmen, auf diese Bücher hinweisen. Ja, es dürfen ruhig noch Fragen gestellt werden, aber ich denke, da ist ganz viel Zustimmung hier im Zoom-Raum. So interpretiere ich das einfach mal. Eine Frage oder es war mir so ein Stoßseufzer, der mir gestern begegnet, als ich mit jemandem, der schon lange intensiv in Gemeinde unterwegs ist, sprach über heute Abend, war so, ja, aber ist das Thema denn so wichtig? Und es sorgt für so viel Unfrieden und ich habe was dazu gesagt, aber ich würde interessieren, was du dazu sagst, ja. Also ich kenne im Neuen Testament keine Geschichte, wo Jesus erzählt, es war mal ein Hirte, der hat 100 Schafe und dann war eines weg. Und dann sagt er ja, eins ist das so wichtig. Also ich glaube, ich bleibe lieber bei den 99. Da soll keiner unruhig werden, dass ich da weg bin. Und es sind ja wirklich auch die allermeisten. Und wir können jetzt nicht da großen Aufwand treiben wegen einem, der den Weg verpasst hat. Ich kenne eine Geschichte im Neuen Testament, wo es heißt, der Hirte ging das eine zu suchen. So, und als er das nach Hause bringt, da ist es gut. Und das, finde ich, ist doch das Christliche. Wenn es viel, viel weniger Menschen gäbe, die schwul und lesbisch wären,
Das ist wichtig genug, dass wir darüber reden. Transmenschen sind deutlich weniger. Wir sollten darüber reden. Wenn Menschen schwer leiden müssen an allgemeinen gesellschaftlicher üblicher Verachtung, an Diskriminierung, ist es ein Punkt. Man müsste nicht so lange darüber reden. Wenn es eine breite Offenheit gäbe, zuzuhören, zu verstehen, zu prüfen, welches Verhalten, welche Schmerzen auslöst und was für die Betroffenen die besten Wege sind. So, und in diese Richtung bewegen wir uns ja, Gott sei Dank. Ich schaue immer noch durch den Chat, ob es noch aktuelle Fragen gibt. Hier gibt es sehr viele Hinweise auf mögliche Angebote und Buchtipps. Da können alle Beteiligten ja auch gerne selber noch mal reingucken. Hier wird sogar aufgefordert, Gottesdienst zu organisieren. Das ist ja sehr schön, dass das jetzt auch direkt praktische Folgen hat, was wir hier gehört haben und besprechen. Gibt es sonst noch inhaltliche Fragen oder Anmerkungen? Also ich würde das auch gern verstärken. Ich glaube, Kirche müsste da noch mal überlegen. Es sind ja oft auch queere Menschen mit freikirchlich-evangelikalem Hintergrund, die lange treu drin waren bei sich. Wenn man denen sagt, schön, aber bei uns bist du willkommen, ja, 10 Uhr morgens fast überall. Die finden oft nicht, was sie kennen, was sie brauchen. Sie sind auch eingestellt auf eine andere emotionale Dichte. Also ich weiß von vielen Orten, dass queere Gottesdienste nochmal eine besondere Kraft haben. Ich glaube, das braucht es jetzt. Vielleicht leben wir in 50 Jahren in einer Gesellschaft, wo es so okay ist, dass man das nicht mehr braucht. Aber heute würde ich das schon ernst nehmen und gucken, geht da was? Ich höre das oft, dass es schön wäre. Also vielleicht kann ich, ich glaube, da spreche ich auf jeden Fall auch für das Team hier, was das vorbereitet hat. Wir haben ja in Siegen in der ESG wunderbare Räume in der Siegener Innenstadt, zweiten Obergeschoss eines Geschäftshauses in der Bahnhofstraße. Genau, Ralf, ich ahne, was du sagen willst. Mach doch dein Mikro auf und formulier es vielleicht selbst. Jetzt kannst du sprechen. Vielen Dank. Ja, ich werde immer unruhiger aus Freude über Ihren Vortrag, Herr Dietz, der sowohl die Liebe zu den evangelikalen Brüdern und Schwestern und Transmenschen betont. Ich komme selbst aus dieser Tradition und gleichzeitig aber wirklich irgendwie vom Geist getrieben, das spüre ich deutlich, irgendwie neue Perspektiven zeigt. Nein, ich will dir das Wort nicht wegnehmen, Heike, aber wir sind von der ESG direkt gegenüber der Martini-Kirche und ich habe von der Kollegin absolut, also wirklich ganz tief grünes Licht bekommen, dass wenn Menschen das wollen und ich will es unbedingt, dass wir solche Gottesdienstkultur hier installieren können. Das ist, der Weg ist offen. Jetzt kann es nicht so sein, dass ich als Pastor in Klammern, die ja immer viel reden und Menschen zutexten, das alleine machen kann. Aber wenn es Leute gibt, ein Kreis wäre sofort möglich zu gründen, der das plant irgendwie für die Zukunft, das zu installieren als regelmäßiges Angebot. Das ist definitiv möglich und da gibt es viele Leute, die da sofort bei wären, von wunderbarem Kantor bis zu Kolleginnen und über Heike und über Annalena Schwarz, die an der Uni auch Theologie lehrt. Also wir könnten da wirklich eine Szene irgendwie entwickeln, sag ich mal. Genau, und wir haben halt zentral in der Siegener Fußgängerzone Räume, wo man sich treffen kann, ganz unkompliziert und wo eben ja sowas geplant und ausgeheckt werden könnte. Ja, also vielleicht müssen wir da nachhinein nochmal mal gucken. Meldet euch nochmal, die ihr das jetzt hier so im Chat auch euch gewünscht habt und schreibt einfach eine E-Mail. Da kann man bestimmt irgendwas organisieren, dass wir uns da kurzfristig, mittelfristig mal treffen und da was auf die Beine stellen. Wäre ja nicht die schlechteste Frucht dieses Abends und letztendlich auch dieses traurigen Anlasses. Ja, wir hatten irgendwie so ein bisschen erwartet, es gibt irre viele Fragen, die gestellt werden. Das ist jetzt irgendwie gar nicht der Fall. Also, was mich noch interessiert, ist im Grunde, ja,
Was kann ich machen, wenn ich merke, mein Gegenüber ist aber im Grunde von seinem sozialen Umfeld so gefangen? Also das ist ja auch nochmal eine Größe. Also es gibt Menschen, die, da merke ich im Gespräch, irgendwie wären die an dem Punkt, aber die wissen ganz genau, meine Frau macht mir die Hölle heiß, in meiner Gemeinde bin ich unten durch, ich habe so viele Freunde, die wären ganz entsetzt. Hast du da eine Hilfestellung? So, das ist, glaube ich, der gewichtigste Faktor, der das Denken von Menschen bestimmt, die soziale Umgebung. Und jeder kann ja sich selbst da mal abklopfen. Würde ich denken, wie ich denke, wenn ich in Riad oder Teheran groß geworden wäre oder in Moskau, wenn ich nur ganz bestimmte Medien, ganz bestimmte Informationen hätte. So ist es natürlich hier jetzt alles nicht, so wie in diesen Vergleichen. Aber der Freundeskreis, die Familie, die Gemeinde, wenn die alle so ein bisschen grundgetaktet sind in eine bestimmte Richtung, ist es sehr, sehr, sehr schwer, sich anderes Denken überhaupt vorstellen zu können. Dass etwas in Bewegung kommt, ist dann oft ein weiter Weg. Inzwischen sind wir aber nun doch in einer Phase, wo in der evangelikalen Welt überall Menschen zucken, nicht mehr ganz sicher sind, anfangen zu fragen und hier einfach ein Gespräch suchen mit anderen, von denen man weiß, die haben so die eigene Blutgruppe, aber die scheinen unterwegs zu sein. Auch für meinen Weg war es ganz entscheidend wertvoll, mit Freundinnen und Freunden erstmal so im ganz vertrauten Gespräch vorzufühlen, ob vielleicht alles auch ganz anders ist und so. So fängt so etwas an. Irgendwann kann so etwas auch sehr schnell sehen, wenn man merkt, in der ganzen Gemeinde ist das ja auf einmal eine Frage. Hier im Chat wird nochmal gefragt, wie wir denn so mit heteronormativen Aussagen der Bibel umgehen. Also sowas wie, seid fruchtbar und mehret euch oder darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Propagiert die Bibel da nicht ein heteronormatives Bild und müssen wir da nicht irgendwie, oder wie gehen wir damit um letztendlich? Ja, und da müssen wir, finde ich, auch gerecht sein. Also das sind ja heutige Ansätze, dass wir sagen, heteronormative Leitbilder, hegemoniale Männlichkeit, Patriarchat und so, das ist ganz gefährlich. Ja, also ich bin da wirklich bei und ich finde auch gerade Männer müssten selbstkritischer und reflektierter diese Dinge hören und so. Und jetzt aber Texte, die 2000, 2500, 3000 Jahre alt sind, ein bisschen leiser, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen demütiger, einfach auch mal schauen. Ja, bei diesen Texten ist die ganze Welt so, dass Männer über Frauen stehen und Familien um männliche Entscheidungsmacht herum gruppiert sind. Ein Großteil der Menschheitsgeschichte ist so. Die letzten 5000 Jahre, soweit wir schauen, das ist die Realität. Das Besondere an der Bibel ist ja nicht, dass sie diese Dinge erfindet und verbindlich macht, sondern dass sie neben diesen Dingen sehr viele Impulse setzt, wo Frauen neben Männern stehen, wo Frauen ermächtigt werden, wo Frauen von Gott beauftragt werden, wo sie eine besondere Berufung haben. Also die Ausreißer sind das Spannende in der Bibel. Und darin spiegelt sich dieser Grundimpuls der Bibel. Gott befreit, Gott ermächtigt, Gott führt heraus aus Ägypten, aus der Lethargie, aus der Ungerechtigkeit, aus dem Tod. So, das ist das, was wir Evangelium nennen. Wenn wir aus allen Bibelsätzen versuchen, eine Weltanschauung und eine Gesellschaftsordnung zu machen. Ja, da bräuchten wir Könige oder zur Not Richter oder so. Das kann alles nicht funktionieren. Diese Ausreißer, diese großen neuen Impulse, das ist Evangelium, das ist die Befreiungsbotschaft der Bibel, der zu folgen und das natürlich in unserem Kontext. Da sehe ich die Berufung der Kirchen und der Gläubigen heute. Und da merkt man ja auch, wie wichtig die historisch-kritische Methode ist, nicht weil sie die Theologie allein ausmacht, sondern weil sie hilft, die Umstände der Zeit zu reflektieren und auch zu fragen, was ist Zeitgeist und was ist Wort Gottes. Das ist ja nicht einfach so gleichzusetzen. Also ich bin da grundsätzlich bei und ich würde ein bisschen sagen, man sollte mit Pietisten und Evangelikalen nicht so einsteigen und sagen, muss erstmal die historisch-kritische Methode akzeptieren. Ja. Da kann man ganz schlechte Erfahrungen machen. Ich möchte da warnen, sondern wirklich sagen, lass es doch einfach mal ganz gründlich lesen, was wirklich da steht und da nichts eintragen von heute. Ich glaube, man kriegt fromme Menschen so, dass man sagt, lass uns mal richtig eng beim Wort bleiben, was wirklich da steht und da nichts zu und so. Und dann fragen, kannst du das heute überhaupt beziehen?
Termin? Kriegst du das überhaupt hin und warum nicht? Und dann gibt es ja auch in der evangelikalen Hermeneutik ein Bewusstsein für Kontext, so eine Übertragung auf neue Kontexte. Da kann man anfangen. Und ich glaube, gute historisch-kritische Methode will das eigentlich auch. Aber da gibt es manche, die sitzen schon immer auf dem Baum, wenn das Wort fällt. Da muss man anders anfangen vielleicht. Ja, aber genau, die historisch-kritische Methode will ja eigentlich auch im Wort bleiben. Das ist ja, nicht Anspruch dabei. Aber genau, das ist natürlich dann ein Wort, was vielleicht sauer aufstößt bei der ersten Begegnung, ja. Ja, dann haben wir hier noch zwei Fragen im Chat, wo ich den Eindruck hatte, die hatten wir schon mal angesprochen, aber ich stelle sie einfach noch mal kurz. Das eine ist das, warum wird das Thema so hochgehängt in bestimmten Kreisen? Und dann wird nochmal nach dieser Römer 1-Stelle gefragt, also Römer 1, 26 bis 27, dass es doch da offensichtlich um etwas Negatives geht, wie die Stelle zu verstehen wäre. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, da war schon was so gesagt, aber vielleicht nochmal kurz. Ja. Ralf, du kannst es vielleicht auch in den Chat schreiben oder Also zur ersten Frage, ich bin ja dankbar, dass es bei uns oft auch kein großes Thema mehr ist. Also ich arbeite jetzt in Zürich, da wurde die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in den 90er Jahren eingeführt und es ist kein Thema mehr. Und es gibt Menschen aller sexueller Orientierung überall und es ist gut und man beschäftigt sich gerade nicht Tag und Nacht damit, sondern hat Zeit für tausend andere wichtige Fragen. Da müsste man auch hinkommen. So, aber wenn das Thema sich stellt, dann ist Leben auch kein Wunschkonzert. Da muss man dem gerecht werden, was immer auch um Menschen geht. So, und auch in dieser aktuellen, diesem Anlass wurden ja Menschen verletzt. Da kann man auch als Kirche sagen, ja, ist ja egal, ist ein Kind oder so. Nein, also nein, das kann nicht sein, dass Kinder oder Menschen Verletzungen erfahren. Dann muss man sich darum kümmern. Ja, zu Römer 1, da würde ich wirklich empfehlen, den ganzen Zusammenhang mehrfach rauf und runter mal zu lesen und sich zu fragen, trifft es denn Menschen, die wir heute vor Augen haben? Also werden die darin beschrieben? So, erkenne ich die darin wieder? Ist das wirklich zusammenzufassen mit den Worten, Paulus wollte erklären, dass Homosexualität falsch ist und dass alle, die so empfinden, ein Leben lang allein sind und niemals so etwas wie Zweierschaft, Partnerschaft, Vertrautheit, Geborgenheit erfahren. Das wollte er irgendwie deutlich machen, dass das so schlimm ist, dass er das vor Mord und Totschlag nennt, dass die ewige Einsamkeit wirklich um Gottes Willen, also passt es? Ist das das, was da steht? Oder kann man nicht doch den Text so lesen lernen, dass aus der Vertauschung von Gott und Götzen es im Heidentum immer gefolgt ist, auch Untreue gegenüber den eigenen Frauen und dass diese Vertauschung hier so weit getrieben wird, so dass hier eine besonders krasse Form von Unzucht und Ehebruch und sexueller Verwahrlosung gemeint ist, die man im Judentum insgesamt kritisch sah. So, und es ist aber doch eine Illustration, die dieses Vertauschen hat. Gott und Götze vertauscht, Mann und Frau vertauscht. Und im Grunde ist doch das Allzeitgültige in Römer 1 dann ab Vers 29, Vers 29 bis 31. Darum geht's. Neid, Mord, Zank, Verschlagenheit, Verleumder, Angeber, Prahler, lieblos, ohne Erbarmen, ungerecht. So, das ist das, was unser Leben ausmacht. Und sind wir vielleicht nicht selbst oft gleichgeschlechtlich Liebenden gegenüber gedankenlos, lieblos und ohne Erbarmen gewesen? Was ist damit? Darüber könnten wir auch nachdenken bei Römer 1. Wir haben noch Zeit, oder? Kann ich noch eine Frage stellen? Ja. Wir haben noch eine Frage im Blick auf den Diskurs. Und zwar die Frage, wie kann man vermeiden, dass man da so zwei voneinander isolierte Seiten sieht? Einmal die Progressiven, einmal die Konservativen, vielleicht Rückständigen. Und die Gräben quasi immer weiter vertieft und gar nicht ins Gespräch kommt. Wie kann man das irgendwie praktisch vielleicht auch umsetzen oder was? Ja. Also an sich kann man es nicht. Wir können ja jetzt nicht sagen, globale Debatte kommt alle zusammen. Es empfiehlt sich sehr, Gespräche zu führen, wo man im Nahbereich einander kennt und gemeinsam Skin in the Game hat. Also es macht
leider keinen Sinn, mit Interessenvertretern zu reden, die ihre eigene Richtung pushen wollen und eigentlich immer nur Spaltung steigern können. Das macht keinen Sinn. Es macht aber Sinn, in einer Gemeinde, in einem Kirchenkreis, da wo man zusammenhängt und was gemeinsam teilt, also Skin in the Game hat, so irgendwo gemeinsam etwas halten möchte, da macht Sinn zu sagen, können wir nicht über unsere verschiedenen Positionen so reden, dass wir uns besser verstehen, dass wir vielleicht auch umeinander werben, aber irgendwie auch ein bisschen weiterkommen, so dass jeder einen Schritt auf den anderen zugeht und wir dann verstehen und wirklich das weitertreiben. So, das macht Sinn und dafür ist, das werden wir weltweit noch oft müssen. In vielen einzelnen Räumen, aber eben nie an und für sich und absolut. Ne? Das wird dann immer eskalieren. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir tatsächlich an den Punkt, dass wir ans Ende unserer Veranstaltung kommen, ans Ende der vereinbarten Zeit. Ich warte noch mal den Chat auch ein bisschen wahrzunehmen. Das sind wirklich interessante Anmerkungen noch dabei. Und zum Abschluss möchte ich jetzt vor allen Dingen sehr, sehr herzlich dir danken, Thorsten, für die ja, für deine Kondition auch, mit der du uns durch diesen Abend gebracht hast, in deinem Vortrag und auch in den Antworten. Ich denke, da können wir mal alle virtuell oder wie auch immer ein kleines Dankeschön winken. Es wird dann per Post auch noch ein kleines Dankeschön geben. Ich erinnere mich mal gehört zu haben, dass für Thorsten Dietz ein Tag, wo er keine 200 Seiten liest, ein verlorener Tag ist. Wir hätten hier 100 Seiten aus Siegen zum Thema, was nicht ganz fernab ist von dem, was wir heute verhandelt haben. Das kommt dann noch nach Marburg. Ja, und Dankeschön auch an alle, die so diszipliniert heute Abend hier mitgemacht haben, zugehört, Fragen gestellt, tolle Sachen auch in den Chat gestellt haben. Danke für diese guten und wertvollen Beiträge. Und ja, danke an alle, die mitgemacht haben, dass das hier möglich war. Und die Leute vom Bezirksverband der Frauenhilfe, an Matthias Elsermann vom Schulreferat und an das Team der EFL. Das ist richtig gut, dass wir das mit so einer breiten Trägerbasis machen konnten. Und ich denke, das geht auch noch weiter. Wir zeichnen ja diesen Vortrag auf und der wird veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal der Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein. Auf der Homepage wird man da einen Hinweis finden. Und wer ganz sicher gehen will, der schreibt einfach eine E-Mail. Und dann wird der Link zum Video verschickt. Ja, ich hatte schon gesagt, Andreas Krebs, Gott queer gedacht, da wird es im Herbst was geben in der Martini-Kirche. Da planen wir was. Und ja, ansonsten sowohl die Erwachsenenbildung als auch die ESG, das Schulreferat, der Bezirksverband der Frauenhilfe und die EFL, alle haben schöne Homepages. Herzliche Einladung, da vorbeizuschauen. Wir machen noch andere schöne Dinge. Und von Thorsten Dietz hoffen wir auf weitere spannende Podcasts und Bücher und vielleicht ja auch nochmal, vielleicht auch mal in Präsenz einen Besuch im Siegerland. Wäre doch schön. Mhm. Ja. Ansonsten allen jetzt einen schönen Tagesausklang, eine gute, gesegnete Nachtruhe und das Gespräch und das Lernen gehen weiter. Ich lasse den Zoom jetzt auch erstmal noch eine Weile offen. Vielleicht wollen ja auch die, die da eben so konkret werden wollten mit ja einem Gottesdienst oder was auch immer, vielleicht können die sich ja hier auch gleich noch vernetzen. Ansonsten, ja, danke nochmal Thorsten Dietz und danke in die Runde. Vielen Dank.